Vile Force of Darkness appear. Ja, Moment mal. Ich muss erstmal den Dead Counter hochsetzen. Dann kann ich mir den Siege angucken. Der jetzt erstmal, auf was schießt ihr denn jetzt? Auf Ichna. Das ist, sieht aus wie ein, keine Ahnung. Ist das so hier, wie heißt denn das nochmal? Das ist wie diese ganzen Stacheln, also jetzt nicht Igel. Weiß gerade bei dem. Ist egal. Ich bin noch nicht so ganz fit. Ich muss nicht wissen, wie das heißt. Stachelschwein! So, jetzt haben wir es. So. Der Squad töten alles. Da unten sind noch zwei. Die tötet ihr einfach so nebenbei mit, ne? So, mal gucken, wie viel jetzt gleich hier ins. Ich hätte auch einfach. Wir können auch einfach die Leute hier unten lassen. Kann ich den Job nochmal aufgeben? Ah ne, dann kämpfen die Zwerge gleich hier unten, fallen hier runter, klatschen hier unten auf den Boden und sterben dann da, ne? Ist auch voll doof. Ich habe gerade überlegt, die Menschen kämpfen zu lassen. Wir das noch los? Nein. Kann ich nicht einfach jeglichen Büro. Okay. So, jetzt gehen sie erstmal alle wieder rein. Und dann bitte sammeln da. Da unten passiert nichts. So, jetzt gerade Goblins und Menschen fallen hier unten alle rein. Das ist nicht schlimm. Ich lasse das jetzt die Menschenkarawanen hier erklären. Hier. Ich habe keine Lust, dass meine Zwerge da reinfallen. Man sieht ja jetzt schon, was hier alles reinfällt. Wer bist du denn? Legendary Stonecraft, das ist egal. Hat ein bisschen Angst. Hilfe. Der geht doch einfach hier runter, Junge. Und im Wasser. Die Hölle los. Die Goblins alle reingefallen. Irgendwer hier weitergelaufen? Tote Goblins. Wie ich irgendwas verpasst habe. Kämpft einer von unseren auch? Goblin, 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 Goblin. Ne, sind alles nur Goblins. Die anscheinend kämpfen. Hier nochmal gucken. Wenn hier ein Goblin langläuft, dann klatschen sie ihn ja direkt weg. So, seid ihr soweit? Habt ihr es? Der Siege ist zumindest vorbei. Das heißt, ihr braucht keinen Auftrag mehr. Sterben alle wieder im Krankenhaus. Ja, ist ja gut. Die andere Leiche ist weg. Nur die Socken liegen da. Jetzt haben wir schon nicht gegen die Goblins gekämpft und haben trotzdem den Zwerg verloren. Jetzt sind mies gelaunte Zwerge. Wird halt nicht besser, wenn sie sterben, ne? Achso, unter Wasser wird noch weiter gekämpft. Snatcher, protect the children. Lauf doch ruhig weg hier. Der läuft weg. Da ist der nächste Snatcher, der hat auch direkt Angst. Wo sind jetzt die Leute von der Menschenkarawane hin? Ein bisschen verwirrt. Die Goblins laufen jetzt weg. Die Zwerge in Grundpanik hier immer noch am Rumlaufen. Was ist denn jetzt hier? Es sind ja noch ein paar da, ne? Aber die hauen jetzt ab. Jetzt schon wieder. Snatcher, ja. Wie, ihr kommt. Dir kommt jetzt hier. Na, okay. Go. Hier. Nicht töten.
Grenze bewegen nach da. Bevor hier gleich Kinder getötet werden. Gekidnappt werden. Die Human Merchants sind noch da. Du rüst nicht. Wo ist denn der Rest jetzt hin? Warum ist das Downworker am Kämpfen? Ach, nein, dem geht's so. Der ist so gestresst gewesen wegen den Goblins hier oben. Die er gesehen hat, weswegen er panisch herumgelaufen ist, dass er sich jetzt einfach. Ne, das hat er einfach nicht verkraftet. Na, im Kontrolltroll. Schön, dass du da bist. Genau, die Kontrolle ist da. Jetzt muss ich wieder so tun, als wüsste ich, was ich mache. Das wird aber nicht funktionieren. Aber immer sind jetzt der Vorteil ist natürlich, dass diese Jobs hier mit von wegen kann nicht mehr durchgeführt worden, weil zu schwer verletzt, ist jetzt halt weg, weil die Verletzten sind tot. Und wir haben schon wieder keine Edelsteine. Weil die alle weggearbeitet werden. Wollen wir den Job mal auflösen? Wo ist denn der eigentlich? Es gibt den Cut Games Job. Der sagt, also bis wir 500 haben. Ja, das ist ein bisschen viel, ne? Bis wir 100 haben. Ja, also selbst dafür haben wir zu wenig. Ich bin dafür. Den Cut Games Job, den lösen wir mal auf. Es ist ja auch irgendwann ein bisschen viel, oder? Wie viel haben wir denn? Stocks. Und dann gibt es ja bei Gems. Nämlich doch Cut Gems. Ja, wir haben 1674 Cut Gems. Ich glaube, wir brauchen keine mehr. Oh, Kontrolltroll. Vielen, vielen Dank für dir das Abo. Vielen Dank. 20 Monate in Folge. Oh, ich bin. Ich mache das schon lang. Und du bist schon lang dabei. Finde ich voll cool. Das müsste. Ja, das passt. Du müsstest mit der Erste gewesen sein, ne? Doch, ich weiß, ich habe ja vor 2 Jahren, also vor eigentlich irgendwann im März, irgendwann jetzt diesen Monat müsste ich mein 2-Jähriges haben, keine Ahnung, wo ich wieder angefangen habe mit den Dwarfotto-Streams. Und ich habe bis Juni oder Juli gebraucht, um überhaupt die 50 Follower zusammenzukriegen für den Affiliate, dass man überhaupt Abos geben kann. Also müsstest das von Anfang an, bist du schon dabei. Voll cool. Also mal von YouTube, da schon länger. Genau, deswegen sind die Beutel alle, weil die alle hier sind, weil das Sand, fangt ihr wenigstens, ja, okay, läuft. Und der Hauptsache, wir haben schon wieder einen Geist. Wofür habe ich denn den Friedhof gebaut, wenn wir trotzdem die ganze Zeit Geister haben? Normal Slab für Goden. So, dann machen wir mal ein Dings für Goden. Und schließen die Wand hier ab. 30. Ja, nicht viel, ne? Können die erste Säule schaffen wir noch. Und dann war es das auch wieder, ne? Wie gesagt, Plan ist immer noch pro Tag oder pro Stream eine Ebene zu schaffen. Das ist drin. Können auch mal zwei sein. Wie vorletztes Mal. Letztes Mal war es nur eine. Dafür sind einfach zu viele Tote gewesen, als dass wir da unseren Plan hätten einhalten können. Aber es wird. Wie geht es denn eigentlich im Krankenhaus? Also so materialmäßig und so. Wir haben. Powder gibt es nicht mehr. Und Seife, die Produktion habe ich immer noch nicht angefangen, ne? Wir können auch einfach sagen. Make Plaster Powder.
Gibt's ein paar Pflaster, gibt's ein Stones. Wenn wir 10 Beutel haben. Ja, das kann ein bisschen dauern. Kohle ist mir eigentlich egal. Und dann sagen wir einfach, jo, bis wir Pflaster haben. 50? Ja, leider brauchen wir trotzdem, müssen wir auf die Beutel trotzdem warten. Für die Beutel brauchen wir Leder. Und für Leder haben wir Tiere. So. Wie schaut's aus, Leute? Schweine brauchen wir noch. Katzen. Auch wenn es mir keiner glaubt, ich liebe Katzen. Ich hatte lange selber welche. Wie bleiben wir jetzt? 2 Kater auf 4 Katzen, das ist okay. So, Hunde. Gut, Hundemensch bin ich zwar jetzt nicht, aber trotzdem. Bekanntenkreis haben alle Hunde. Ich mag auch Hunde. Was haben wir hier? Männlich, männlich. Weg, weg. So, machen wir auch hier 4 auf 2. Ja, ne? Also, Esel haben wir nur männlich. Hühner lassen wir und Pferde. Oh, Pferde, Pferdefleisch. Hab ich wirklich mal gegessen. War nicht so meins. War ich das so? 3 Stuten auf 2. 4 Stuten auf 2 Hengste. Jo. Nur genug Fohlen, genug Kätzchen. Lämmer. Genug Hündchen. Noch ein paar Ziegen. Schweine, ja, die Rooster, die Wasserbüffel, Kälber. Alter, die Kuh, die hat es natürlich nachher voll hart, ne? Wenn die auch selber dann nur noch, also mal, okay, nicht weiter vertiefen. Gut, und die Jagdkühe haben noch Schonfrist. Okay. Jetzt geht das Geschlacht in jedem Fall erstmal wieder los. Und dann muss ich mir jetzt überlegen, was ich jetzt mit dem nächsten, weil, ich wollte ja hier oben, ich wollte das ja fortführen. Das halt so zum Beispiel sagt, so da, da, da kommen es auch so, die ganzen Erinnerungslabs kommen auch hier rein. Jeder Zwerg, der hier langläuft, wird immer daran erinnert, wer alle schon gestorben ist. Und wir überlegen uns, ob das jetzt dann... Es wird nicht schön sein, aber es ist halt so. So, und wenn ich das hier schon habe, kann ich doch bestimmt auch schon den Slab bauen. Slab. Slab, habe ich gesagt. Ach, da. Jetzt wissen wir wieder nicht, was engraved wurde. Das hier. Perfekt. Okay, können wir den Geist hier schon mal wieder ausnehmen. Sie schlachten nur der Tiere, alles ist okay. Immer wenn dieser Totenschädel auftaucht, habe ich immer Angst, dass ein Zwerg gestorben ist. Ist aber zum Glück nicht. Ja. Muss ich jetzt eigentlich... Ist ja gerade am Anfang, will ja weitermachen, ne? Ich muss... So viele haben wir doch noch nicht. Ich hätte gerne irgendeine Möglichkeit, dass ich mir so als Overlay irgend so ein extra Fenster haben. Wäre voll cool. Wo ich halt sagen kann, zeig mir an, was ich noch habe. Das Problem an diesen 370 Silberbarren ist halt, ich hab die nicht. Gefühlt. Also ich glaube immer noch, dass ich nur die wirklich auf Lager habe, die schmelzbar sind. Und das sind die verbauten. Genau, weil wenn ich da hinzoome, ist der hier. Und das ist bescheiden, um das nett auszudrücken. So, machen wir mal. Oh Gott, ihr müsst es auch weit schleppen. 238 Felder. Und was hier, das sind teure Edelsteine. 300 Edelsteine drin. Deswegen habe ich so viele verarbeitet. Das ergibt jetzt voll Sinn. Total zufällig, weil es ja nicht geplant war. Aber es ergibt voll Sinn, das so gemacht zu haben. Warum mache ich das immer mit Finished Goods? Die Edelsteine sind viel mehr wert, weil Finished Goods einfach herzustellen sind. Das weiß ich ja, aber trotzdem. Edelsteine rocken. Das nächste Mal, wenn man keine Steine hat,
verkauft man Edelsteine. Jetzt auf einmal haben die wirklich was hergestellt, ne? Erst machen die ja jahrelang gar nichts und jetzt auf einmal sind die durchgedreht. Einfach alles voll hier. Kiste, 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 Kiste. Kiste. Wo sind denn unsere Artefakte? Kommen die erst noch? Die müssen auch in irgendwelchen Kisten liegen. Ah nein, die meisten haben wir aufgestellt. Richtig. Die meisten stehen ja in den Räumen der noch nicht vorhandenen Königin. Die aber vielleicht heute kommen können. Nee, stimmt, wir müssen erst noch hier Duchi werden. Bevor wir... Und das hat, der Wert auch schon wieder, ne? Auch wieder zig Wert verloren. Ich verstehe noch nicht, warum. So, die Karawane, die kommt, kann ja aber jetzt trotzdem hin, weil hier steht auch der Wagen mit so einem Menschenhändler. Ja, also es scheint trotzdem zu funktionieren. Die Menschen sind halt noch da. Den Zwergen ist das gefühlt egal. Die stellen ihre Wagen einfach jetzt oben drauf und sagen, macht doch, was ihr wollt. Jetzt sind wir hier.